ihre schweren Gegenstände bitte aus den Taschen. So, dann der, auch. Der Rick Sanchez, was ist denn mit dem Chris ich Post hab, jetzt? Ich habe ein paar Sachen dabei, wie Graffiti-Entferner, was genau meine Taschenlampe, Funkgerät. Ist doch okay, komm mal kurz. Ja, aber sie müssen auf die Straße. So. Was ist denn los? Ist gar kein Problem. Sosa, komm. Redet mal leise, bitte. Was ist denn los? So. Hast du irgendwie laut? Waffen oder so? Ich versteh sie nicht. Hast du ob irgendwie sie Waffen dabei drin? Haben? Ja, so, warum? Ja, ja dann müssen du die sie bitte einmal weglegen. Weil ich mit dem Press rede, oder was? Dann. Genau. Ja. Okay, Chito, komm mal her. Was hast du denn alles? Hast du eine Pistole dabei? Ja. Warte, irgendwelchen. Herr Officer, also wenn ich mit dem Press rede, dann darf ich keine Sachen dabei haben, oder was? Keine Sportgegenstände und keine Waffe, genau. Okay. Ey, yo. Komm her. Ja. Ja. Hat einer von euch, habt ihr beide, hat jemand von euch eine Pistole? Ja, ich hab einen Taser, Cousin. Er fragt nach Pistole, er sagt ja, Taser. Ja, ich muss dir dann meine Pistole geben. Cousin. Gib mal irgendeinen, ich hab keine Pistole. Ja, gib die mir, Cousin. Ja, gib Rick. Gib du hast, Rick, du hast auch nichts dabei? Nee, gar nichts. Okay, sehr gut. Ich hab nichts dabei. Dann kann ich dich durchsuchen. Ja, können wir mal. Jungs, ich fahr dann gut. Weg, ja, weil. Dann geh mal bitte hier zur Treppe. Ja, kannst du machen, kein Problem. Nur ich und Rick wollen das eigentlich anmelden. Dann geh mal hier bitte zur Treppe. Ja. Cousin, komm her, hier, Rick, komm her und lass dich auch durchsuchen. Der Herr, ja, kommt ja mal bitte mit mir mit. Alles klar, Hausverbot. Ich sag Ihnen so. Herr warten, Sanchez? Also. Ja? Kommen Sie bitte einmal mit mir mit. Taschenlampe müsst ihr noch weglegen. Kommen Sanchez? Sie kurz mit. Ja? Kann ich auf den Boden legen? Sie haben keinen Aus. Ja, ja, wir suchen ihn gerade. Informiert, der kommt dann gleich hier hin. Sagen okay. Wir, können, ich suche mich. Kannst du hier unten hinlegen? Nee. Yeah. Ich kann das leider nicht. Ich gebe ihm mal meine Taschenlampe. Ich hab schon eine. Das ist das Problem. Scheiß drauf. So, gehen Sie bitte weg, sonst durchsuche ich Sie. Sie können mich gerne auch durchsuchen. Mir macht das nichts aus, Cousin. Ich hab niemanden dabei. Okay. Lebendiges Hühnchen? Was wollen Sie mit einem lebendigen Hühnchen? Charisma, Freund Johnny. Warum hast du ein Hühnchen? Warum hast du ein Chicken in deiner Tasche, Alter? Digga, ich hab ein lebendiges Hühnchen. Jetzt darf ich mal fragen, wo haben Sie das bitte schön? Weiß ich auch nicht, hab ich mal irgendwo gefunden, hab ich den eingesammelt. Kurz leiser. Red mal kurz leiser. Okay. Ja, sonst nichts Auffälliges. Ja, gut. Ist los, Cousin? Wegen der gut. Demonstration. Ich wollte dich was wegen der Demonstration fragen, Cousin. Wegen was? Der Demonstration, Cousin. Das Ding ist. Wann wird die stattfinden? Ich will die nächste Woche Freitag machen. Okay, ja, Sie können mich durchsuchen, Cousin. Okay, komm. Wer möchte denn jetzt? Möchten Sie alle jetzt hier reden, oder wie? Ja, ja, ja. Achso, okay. Fred? Ich hab ne Waffe, scheiße, wen soll ich die geben? Wollen Sie auch mit dem Präsident reden, Herr? Ja, ja. Gut, dann müsste ich auch einmal durchsuchen. Wir müssen mal ein bisschen alle zur Seite gehen. Ja, kommen Sie hier vielleicht noch. Geben Sie links. Herr Sanchez, einmal bitte zur Seite. Der Herr? Ja. Geh die Welt, Cousin. Wieso haben Sie einen Taser dabei? Keine Ahnung. Warum habe ich einen Taser dabei, Lan? Leg den einfach weg oder so. Sorry fürs Missverständnis. Wenn Sie den weglegen, habe ich den nicht gesehen. Okay. Leg ihn da in die Ecke oder so. Auto. Ne? Ja, ich hab den entfernt. Warten Sie, ich suche sie nochmal. Können Sie den ins Auto legen, den Herr? Der Herr? Leg einfach da auf den Boden. Komm her, Chito, hier. Lass später dann wieder abholen. Ich hab schon einen gegeben, Cousin. Ist mir das Cousin? Also er? Theoretisch, weil er keine Dienstmarke trägt, darf er den Taser eigentlich gar nicht dabei haben. Das ist illegale Waffe. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir den einfach hier behalten und ihnen einfach nichts passiert dazu. Wenn das für Sie in Ordnung wäre. Ich habe keins mehr. Ich habe das in die Mülltonne geschmissen. Da hinten. Okay. Ja, okay, gut.
Dann einmal folgen. Okay, ja. Was weiter? Hey, yo! Warum? Hey! Ja. Ist Herr Adams oben? Brett, wir kommen jetzt hoch. Ja, in seinem Büro ist er. Hallo! Wie geht's Ihnen? Ich hoffe sehr gut. Was geht? Was wie geht's Ihnen? Was geht? Was geht? Was geht ab, Mann? Einmal Ruhe jetzt hier. Ah, den brauchen wir auf jeden Fall gleich. Benimmt euch alle jetzt. Ich will. Herr Press, wir sind hier, oder ich und Rick sind hier, alle. Wir wollen eine Demonstration nächste Woche Freitag machen. Gegen was? Fridays for Future. Zu viel CO2, Mann. Wir wollen fürs Klima dastehen und eine Demonstration starten. Okay. Wie viele Autos hast du, Sus? Hey, Jungs. Ich hab nur Fahrrad. Du hast nur ein Fahrrad? Genau. Du hast doch noch ein, du hast noch ein Auto, ein Elektroauto, hast du doch gesagt. Ja, stimmt, ein Elektroauto. Wieso nimmst du den Herrn jetzt an? Er hat einen Tesla. Das heißt, alle anderen Autos, die irgendwann mal bei Gulasch waren, hast du verkauft? Ja, die hab ich verkauft. Okay. Was, sag doch mal, welche Busse? Denn ich bin jetzt ein Mann, der. Der nachdenkt. Zweigkeit. Der fürs CO2 steht. Also, du willst Freitag eine Demonstration machen? Genau. Genau, so sieht es aus. Wie viele Leute erwartest du? Ich weiß es nicht. Sie wissen doch. Das kann man schwer einschätzen. Beim Würfelpack sind bestimmt Leute drumherum, die dann mitmachen. Weißt du, wie ich meine? Und du willst es am Würfelpack machen, okay. Ja, genau. Human Heart. Ich komm sofort. Ja, schnell. Das heißt mit Plakaten und alles. Ja, ja. Ihr wollt gewaltlos demonstrieren? Wie bitte? Wollt ihr, ich denke mal, ihr wollt gewaltlos demonstrieren, ne? Ja, na genau. Klar. Natürlich gewaltlos. Oh, keine Gewalt. So, pass auf. Da absolut kein Problem, wenn ihr da eine friedliche Demonstration machen wollt. Ja. Yeah. Bitte euch aber vorher einmal mit der polizeilichen Leitung zu sprechen. Weil die müssen das Gebiet natürlich auch gegebenenfalls sichern. Nein, falls irgendwelche Leute irgendwelche Sachen mit euch machen wollen, weil die anderer Meinung sind. Verstehst du, was ich meine? Die ganzen Umweltverschmutzer mit ihren Abgasen von ihren Autos, Mann. Mit den ganzen SUVs. Irgendwelche, die einfach genau, das geht Leute, echt gar nicht gut. Die können wir führen oder rauben oder sonstige Sachen. Ja, genau. Und da möchte ich dann halt gerne einmal von wann bis wann ihr das vorhabt. Ach, wann machen wir das, Susa? Hey, ich bin dumm! Digga, ich bin nächste Woche Freitag gar nicht da. Bruder, was dir jetzt erst auffällt. Digga. Bruder, ich bin nächste Woche Freitag in Berlin. Der ist öfter in Berlin, als er mit seinen Eltern redet, Cousin. Also wirklich, Digga. Ich dachte, wir setzen uns hier ein für Fridays for Future und er geht nach Berlin. Ich hoffe aber am besten mit Zug, ja? Ja, ja, mit Zug, natürlich mit Zug. Wirklich mit Zug. Oder mit Fahrrad. Ich dachte mit dem Fahrrad. Nein, mit ja, Zug, aber Zug. Mit dem Longboard, Cousin. Aber stellt Zug, euch mal vor, hier vorne wäre auch eine gute Demonstrationsplatz. Longboard. Weißt du, ich meine? Ja, aber hier musst du ausdenken, hier fahren viele Krankenwagen auch vorbei, weil das Krankenhaus hier in der Nähe ist. Ja, die können auch elektronisch sein, weißt du, ich meine. Das ist auch wieder so ein Ding. Ja. Oder Hybrid wenigstens. Ich kann nicht vollziehen. Das genau. Problem ist, wenn du das zu nah an irgendwie so einem Krankenhaus oder so hier machst, einmal ist halt die Rasenfläche, natürlich könnte man das schön machen, aber wenn die da andauernd hin und her fahren und immer mit Blaulicht, die fahren ziemlich viel, ich höre das ja immer, dann werden eure Worte vielleicht nicht ausreichend Gehör geschenkt. Aber jetzt bist du Freitag ja eh erstmal nicht. Ja, wir machen das ein anderer Mal, aber ich wollte dir nur Bescheid sagen, ja? Was, wenn wir das Monday... Du musst dann bitte einmal, wenn du den Termin machen willst, sagen, von wann bis wann ihr das machen möchtet und einmal das Sicherheitskonzept mit der Polizei abklären, damit da keine Schädigungen kommen, ne? Ich wollte dir nur gesagt haben, dass sie bessere Mitarbeiter brauchen. Ich stelle euch dann auch eine Genehmigung aus, aber es muss halt ein Sicherheitskonzept sein. Also einmal mit der Polizei abgesprochen. Das reicht mir als Sicherheitskonzept, wenn die da alles in Ordnung sehen.
und eine Uhrzeit, damit ich das halt auch machen kann. Sie brauchen dringend bessere Mitarbeiter, ich sag Ihnen ehrlich. Dringend, dringend. Warum? Was haben die gemacht? Weil, schauen Sie mal zum Dings. Zur Tür. Schauen Sie mal zur Tür. Na, warte mal, Telefon. Deswegen. Aber ich lass sie los, Mann. Oh mein Gott. Aber sie brauchen dringend bessere Mitarbeiter. Hä? Haben die dich durchsucht? Ja, und in der Zeit hab ich denen die rübergegeben, mir die rübergegeben, aber ich mag dich, deswegen mache ich das nicht. Ich finde das kritisch, wenn das hier nicht so gut im Start sieht, ne? Yeah, aber war ja kein... Alles gut. Ja, wir wollen das hier nicht, Mann. Ich mag sie ja gut leiden, wissen Sie? Aus Hose, Mann, Alter, was machst du da, Mann? Ich dachte Fridays for Future, Alter. Nee, ja, Fridays for Future auch. Das war aber eine Demonstration, die er gesagt hat. Ja, zu viel CO2. So. Passt auf, eine Sache habe ich aber auch noch. Ihr seid ja mit Cousin hier, ne? Ja. Ihr seid mit einem 6-Jährigen unterwegs, Leute. Ja. Yeah. Ja, wir passen auf ihn auf. So, passt auf, er hat keinen Vormund. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie wir das eventuell klären können. Aha. Weil ich will die Sache ein für alle Mal, dass der sich ungestört mit euch in der Gegend rumtreiben kann, ne? Und dass es da keine Probleme gibt. Entweder wir finden jemanden, der Vormund ist, der darf allerdings keine Strafakte haben. Oder ich. Wir lassen mal bei den Du hast Strafakten, das weiß ich. So. Soll ich ihn als Dings nehmen? Rick, warte mal. Ich schaue erst mal nach. Ist viel haben, Mann. Ja, darfst aber gar keiner haben. Oh. Da setze ich mich lieber hin. Ja, okay, mit 9 fällst du schon raus. Vorher 3 Stück am 21. Junge, was ist mit dir nicht in Ordnung? Scheiße. Ey, ich glaube nicht mal, Soos hat an einem Tag so viele einkassiert. Jo, Alter, Mann. Was hast du denn da gemacht, Alter, du Schwast? ich habe nicht so viel Zeit, weil ich will auch schlafen gehen. Ich wollte dir nur gesagt haben, dass es auch sein kann, dass wir es diese Woche machen. Nicht an einem Freitag, aber ja. Du musst mir dann aber vorher Bescheid geben und einmal mit der Polizei abklären, damit ich die Genehmigung rausstellen kann. Diese Woche ist doch noch Sonntag, Bro. Ich hab doch noch gesagt, nächste Woche, du Wichser. In der laufenden Woche, Mann, Rick. Also, jetzt wollte ich euch noch die andere Sache wegen Cousin sagen. Entweder halt kriegen wir einen Vormund hin. Oder wir gucken, weil der ist ja schon ziemlich groß für einen 6-Jährigen gebaut. Dass er einmal bei den Medizinern sich untersuchen lässt, ob er wirklich erst 6 Jahre alt ist. Mhm. Und wenn er nicht 6 Jahre ist nach deren Test, dann muss er nur den Ausweis ändern lassen. Und dann wäre die Sache auch geklärt. Aber er ist 6. Das wollen wir ja feststellen. Er ist halt einfach nur ein bisschen weiter, weil er seit Anfang an alleine ist. Ja, Anfang an, er ist seit 2 Jahren alleine, seit sein Papa zum Milch holen gegangen ist. Ja, beim Angebot, was soll ich sagen? Ja, aber wir wissen Bescheid auf jeden Fall. Ist der morgens in der Schule, Sosa? Hä? Ist der morgens in der Schule oder hängt er mit euch ab? Ja, der braucht nicht so Schule. Der braucht sowas nicht. Doch, der ist schulpflichtig. Ja, aber er braucht sowas eigentlich nicht. Fängt. Ja, doch, braucht er. Pass auf. Entweder, wie gesagt, suchen wir einen Vormund für ihn, der keine Strafakte hat, oder wir gucken, ob DNS-technisch, vielleicht ist er so weiter, dass seine Zellen schon gesagt haben, nee, schon volljährig. Da mussten wir nur den Ausweis ändern lassen. Eins von beiden müssen wir auf jeden Fall machen. Sie können doch nicht aus einem 6-Jährigen einen 18-Jährigen machen. Nein, deswegen sage ich ja, müssen die Mediziner eine Untersuchung machen. So, okay. Weil sonst sage ich es mal so, der ist noch nicht mal 7. Ihr dürft noch nicht mal offiziell mit dem Umgang haben, wenn der Vormund das nicht erlaubt und wenn es keinen Vormund gerade gibt. Mensch, Leute, ich weiß, ihr macht euch um den Sorgen, ne? Aber ich will nicht, dass ihr dadurch irgendwelche, sag ich mal, als Kinderschänder oder sonst was nachher abgestempelt werdet, weil ihr jo, das nicht was, macht. Alter? Wenn ich mit Tessa zusammen bin, kann ich den dann adoptieren, Mann? Ich weiß nicht, wie heißt Tessa mit Namen? Tessa Kachi. Tessa Kachbe. Sorry. So heißt sie. Okay, Tessa hat keine Akten. Tessa könnte ihn adoptieren. Ja? Cousin, was ist, Mann? Ja? Hau ab, Alter. Halt Abstand.
Einmal geh in die weite Welt. Geh in die weite Welt hinaus. 50 Follower noch, Follow alle rein. Rick. Jo Mann, ich kann den da nicht das? Einfangen lassen. Ich rede nochmal mit ihm. Aber Cousin ist doch sein. Wo seid ihr? Die Mediziner werden auch feststellen, dass er Sex ist. Ja, das kostet ihm ja nichts. Aber dann müssen wir weiter einen Vormund suchen. Weißt du, was ich meine? Macht's Tessa halt einfach, ja. Jo, Tessa und ich machen das schon. Da muss Tessa vorbeikommen und dann... Aber das Ding ist, bei Tessa, die ist auch kein Verlass, weil... Du musst überlegen, Tessa hat alle 2 Minuten einen neuen Freund, weißt du, wie ich meine? Und Rick ist gerade dabei, aber ich glaube, in einer Stunde ist es dann jetzt ein anderer. Tja, was willst du eigentlich schon hier, Mann? Das will ich scheiße, Alter. Dann müsstet ihr das hier... Nee, ich war schon. Ach, du warst schon? Ja, schon dreimal. Ich muss abklären, dass, wenn Tessa den adoptiert... 300k. ...und Rick mit ihr dann zusammen ist, dass Rick dann, wenn die nicht mehr zusammen sind, das Sorgerecht bekommt. Ja, das geht nicht. Rick kann leider das Sorgerecht nicht für ihn bekommen. Kurs, danke euch für 300k, danke für die ganze Liebe. Digga. Aber so, wenn er ein bisschen clean ist eine Zeit lang. Danke euch. Ja, aber alle wir müssen Leute. Ja schnellstmöglich was für den Cousin machen, damit er keine Probleme hat. Wie gesagt, ich werde mit Tessa nochmal darüber reden und dann... Übrigens, wer die Vormundschaft hat, wenn der Scheiße baut, der sitzt für den dann ein, ne? Das heißt, der geht dann in die Zelle. Tessa könnt ihr mal mitnehmen, keine. Tessa will gerne in die Zelle. Ja, da, aber nur mit Rick zusammen, ne? Okay, so, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich will ihnen auch nicht ihre Zeit rauben. Wegen dem Fridays for Future reden wir nochmal mit den Cousin, den suchen wir auch nochmal jemanden, der den alles klar, und Sosa, tu mir eingefallen. Geh weg, Cousin, bitte. Zieh dir ein bisschen mehr an, ich habe Angst, dass du den erkältung willst. Ja, aber ich bin ein bisschen anders angezogen, weißt du? Sosa? Ich habe ein Praktikum gemacht, deswegen. Hauen Sie rein, ja? So. Soll ich die Mediziner fragen, ob du bei den Praktikum ich habe einen Termin. Hast? Wir sehen uns, ja. Ciao, ciao, Chris. Hauen Sie rein, schönen Tag Ihnen noch. Schönen Abend noch. Jo, schönen Abend. Chinga und Tilo, danke euch auch für Brems. Hier mal, Cousin, die wollen dich mitnehmen. Hau ab, Alter. Hau ab, komm, Junge. Cousin, die sagen, du musst einen Check machen bei der Dings. Can you stop? Im Krankenhaus. Ey, die erfinden so unnötige Sachen, die wollen alles kaputt machen, Cousin. Aber ich gehe jetzt auch schlafen, Jungs. Okay. Sollen wir dich wohin fahren? Kostet da keinen Cousin. Nee, brauchst du nicht. Kannst du mich noch zum Anwesen fahren, ja? Okay. Danke euch für die ganze Liebe, Chat. Sosa, fährst du alleine weg oder wollen wir dich nur begleiten? Morgen kriegst du auf jeden Fall bis 100% deinen Rang, Cousin. Kuss. Rechts vor links fahren. Sosa. Was ist los? Nein, ich habe nur mit dem Kopflosen geschunken, Cousin. Alles gut, Cousin, quäl mich schon. Danke auch für die ganzen Primes. Okay, was machen die anderen? An Tag, Kuss. Danke euch. Mach ein Lied auf, ein Abschlusslied, Cousin. Du? Ein Du, Cousin. Ich soll aussuchen. Nein, du sollst ein Lied aufmachen, Cousin. Kann ich nicht. Ich hab keinen Lautsprecher. Was? Du bist so lange in der Stadt und hast keinen Lautsprecher, Cousin. Nee, er hat niemanden Lautsprecher gefühlt. Stimmt, die kennen das alle nicht, Cousin. Batzi ist da, ich gehe trotzdem auf meinen Chat. Alles gut. Ich bin schon seit 6,5 Stunden am Stream. Ich habe auch gestern gesagt, mach ich so lange. Hörst du den Sound, Cousin? Ja, krasser Sound. Okay, oha. Wegen OG-Rang, ja, kann man ja beim nächsten Mal auch machen. Rick hat einen riesen Unfall gebaut, Cousin. Jo, Alter. Ich hoffe, die Polizei geht hinterher. Ich geh dann hier schlafen, Cousin, ja? Viel Spaß hier noch. Okay.
Gleichfalls. Auch also rein. Schlafen gute Nacht, Cousin. Schlaf gut. Du auch, Cousin. Bis morgen. Bis morgen. So, Chat. Oh. Sechseinhalb Stunden fast. Danke euch für eure ganzen. Hallo? Oh mein Gott. Hallo? Danke euch für die ganzen Primes, für den ganzen Support. Danke euch für die 300k Follows, die wir geknackt haben. Groß, Digga. Kappa. Wir hosten rüber zu Medi. Geht rüber zu dem Wichser. Stop doing this fucking Lass den Liebe da. Fucking shit. Viel Spaß bei Medi. Ja, moin, er ist nicht mal da. Und ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch rüber zu Frank gehen. Connected null und ein bisschen Liebe da lasst. Viel Spaß bei Medi. Und danke euch für den Stream. Danke an alle Leute, die da waren. Danke für den ganzen Support. An die Mods. Und an alle anderen, die da waren. Ich küsse eure Herzen. Isda, danke dir auch für deinen Prime. Chris, Active, Markus, Kuss. Ich küsse eure Herzen. Danke euch für 300k. Ah, war ein nicer Stream. Wir sehen uns. Tschüssi.